Als ich hier ankam, bestand bereits dieses Schreckenbild. Die Bewohner dieses Landes sind wohl alle zu unrein geworden. Oder eben diesen zum Opfer gefallen. Ich kenne die Priesterin schon lange. In diesem Zustand gebe ich vielleicht keinen guten Herold mehr ab, aber ich kann das Schwert sein, das deine Feinde vertreibt. Du schaust so überrascht. Sehe ich etwa wie einer aus, der ein Kind in diesem Regen allein zurücklassen würde? Lass uns weiterziehen. Kommt es dir bekannt vor? Es verlor wohl sein Bewusstsein, bevor es dem Wahnsinn verfiel. Er scheint uns nicht feindlich gesinnt zu sein. Geh trotzdem nicht zu nah dran. Groas Brief. Lieber Bale, du hast lange Zeit mit deinem klugen, kühnen Pferd den Weißpriesterinnen und Beschützerinnen als Kutscher gedient. Dein Sohn wird dir ein guter Nachfolger sein. Sag Bescheid, wenn du mal wieder die Diözese besuchst. Ich bete, dass der Frieden noch lange anhält. Gezeichnet, oberste Beschützerin Groa. Wo das Kampfsystem am Anfang noch ein bisschen einseitig wirkt, wird es interessanter, wenn man natürlich mehr dieser unreinen Seelen sammelt und auch die verschiedenen Formen dann kennt, weil man sich auf viel, viel mehr Situationen einlassen kann und man kann besser reagieren. Und auch Lilly wird andere Fähigkeiten noch lernen, sodass sie im Kampf auch nicht ganz nutzlos ist. Also sie wird einen Parry lernen können, womit sie dann Angriffe in letzter Situation abblocken kann. Sodass man Zeit zum Regenerieren hat, wenn ein Cooldown ist, etc. Und dann gibt es auch noch Fähigkeiten, die dann irgendwie bei einem perfekten Parry, glaube ich, den Cooldown verringern. Also, ne? Jetzt hatten wir eben diese weiße Blume. Diese weißen Blumen stellen unsere Heilgebete wieder her. Also das ist so gesehen ein Gratis-Heal. Und wenn wir alle Heilgebete voll haben, dann heilt es uns so in unserer Lebensleiste. Und dann gibt es noch diese roten, die heilen zum Beispiel Anwendungen von Nebenskills. Wir selbst haben keine Ausdaueranzeige, das heißt, wir können so oft dodgen, wie wir wollen. Ja, aber es gibt halt einen kleinen Cooldown, das heißt, du kannst es nicht spammen. Das fängt gut an. Sigrid kümmert sich drum. Alles easy. Hier kommen wir noch nicht hin. Das geht erst mit späteren Fähigkeiten. Das ist also ganz Metroidvania-typisch. Und jetzt, wenn wir wollen, gibt es auch einen optionalen kleinen Miniboss. Klippendorf, Junge. Hier bin ich. Hilfe, es tut so weh.
Als er im Regen von seiner Mutter getrennt wurde, machte der Junge sich auf den Weg zur Weißen Diözese, um Hilfe zu suchen. Doch er kam nie an. Und an einem Savepoint können wir ihn jetzt ausrüsten. Und der springt in so einem Bogen, wie wir das jetzt auch von der ganzen Zeit von den Viechern hier sehen. Er macht zwar weniger Schaden, hat aber eine äußerst gute Reichweite und kann halt auch Gegner auf höheren Ebenen, wenn wir ihn halt hochwerfen, schaden. Oder halt auch gegen fliegende Gegner. Warte, da kommt etwas. Ist es uns gefolgt? Dein Talisman scheint es anzusehen, auch wenn es kein Bewusstsein hat. Anzuziehen. Vielleicht hat es früher mal die Weißpriesterin beschützt. Es scheint uns helfen zu wollen. Du bist wirklich was Besonderes. Genau, also dieses Wesen ist so gesehen unser Shortcut-Master. Mit dem können wir nämlich von Rastpunkt zu oder von Ruheort zu Ruheort fahren. Indem wir hier auf Schnellreise gehen. Dann nimmt es uns mit und lässt uns da raus. Ist dann später wichtig, wenn wir sämtliche Orte nochmal durchgehen. Wir können zwar schwimmen, aber wir können noch nicht tauchen, von daher, meh. Da vorne das Wassergebiet ist leider noch tabu. Die Soldaten des Landes stellten sich den Unreinen entgegen. Doch wie oft die Gegner auch fielen, sie standen immer wieder auf und ließen sich nicht töten. Eine Frau mit blondem Haar und weißem Gewand beschützte das Land. Ihre Gebete läuterten die Unreinen, sodass sie regungslos stehen blieben. Die Menschen verehrten diese Frau und nannten sie Weißpriesterin. Was ist hier unten noch so? Im Wasser können natürlich auch noch Dinge versteckt sein. Welch ein dichter Wald. Und er ist fast gänzlich überschwemmt. Ah, das ist jetzt schon der Hexenwald, ne? Ne, da wollen wir jetzt noch nicht hin. Tja, und da sind wir tot. Das hat ja nicht lange auf sich warten lassen. Aber ich habe gesagt, da wollen wir noch nicht hin. Aber ich könnte den ersten Savepoint freischalten, dass wir da später schneller hinkommen. Weil dahin müssen wir. Und wir können da auch jetzt hin. Das heißt, das Spiel ist ein bisschen nicht linear. Weil ihr könnt euch das jetzt aussuchen, wo ihr zuerst hingeht. Aber gedacht ist es anders. Gedacht ist, ihr geht oben lang, dann geht ihr unten lang und dann seid ihr alle glücklich. Das ist so das Optimum. So, jetzt habt ihr eben gesehen, wir haben da so komische, wie so eine Art Flammen aufgesammelt. Also das, was da so rumfliegte, dieses Rote, das ist alles Erfahrung. Und es ist sogenannte Unreinheit. Und die wird auch im Menü in Zahlen dargestellt. Oh, das war knapp. Hexenwald. Wie gesagt, da wollen wir jetzt noch nicht hin. Nach dem Hexenwald hat auch der Early Access so ziemlich, also das war der letzte große Boss, der dort war. Es ging dann noch ein Stück weiter, aber nicht mehr allzu viel. Wir könnten jetzt sterben. Oh, das ist, seit wann ist das zielsuchend? Ah! Wahrscheinlich schon immer, ich hab's nur nicht gemerkt. So. Ich wollte noch so viel tun. Hier können wir unreines Sediment nehmen und diese Sachen sind eben zum Verstärken von Fähigkeiten. Und auch das können wir nur an unseren Ruheorten machen. Na, Gift, nein. Gibt zwar keine Gift-Zustandsveränderung. Und andere Zustandsveränderungen gibt's auch nicht. Wie Lähmung, Eis, Feuer, sonst was. Aber
Weh tut's trotzdem, wenn du da nicht raus verschwindest. Guck mal, da hat sie komplett meine Leiste eliminiert. Friss ihn. Oh, falsche Richtung. Im letzten Moment nochmal weggedreht. Zu viel Schiss gehabt. Demnächst geht's auch wieder weiter mit Dark Souls. Versprochen. Oh weh. Du bist doch nicht ehrlich in Siggi reingelaufen, meine Güte. Wir haben keine Heilung mehr. Jetzt wieder. Es wird uns noch sehr häufig passieren. Das war... Gut, die KI kann was. Kam echt so lang kein Save Point? Weil das könnte so langsam hier echt eine enge Kiste werden. Weil die Gegner hier werden auch nicht besser. Weniger Schaden man ja auch nicht. Wenn wir Pech haben, gibt's gleich noch Giftwasser. Ah nee, da ist ein Save Point, alles gut. Diese Blumen sehe ich nicht zum ersten Mal. Doch woher kenne ich sie nur? Ist ja auch erstmal egal. Verstärken, Siggi und rein. Hier sehen wir jetzt das nächste Mal, wenn wir so skillen. Angriff plus und Anzahl der Angriffe plus. Und wir sehen auch im Wasser benutzbar. Wir sehen auch, was die Abklingzeit ist. Das heißt, ja. Ne? Schnellreise und wieder zurück. Und jetzt gehen wir mal den regulären Weg. Der wird uns auch kräftig in den Arsch treten. Ich sage jetzt nicht, dass der einfacher ist. Weil auch der ist anstrengend, weil da begegnen wir Faddies. Die haben richtig Bock. Also mit Max Level 1 wären wir hier jetzt schon tot. Mehr als nur tot, wir wären richtig hip. Sieht aus, als ob dies einst ein Dorf war. Ja, jetzt ist es halt genau das nicht mehr. Alles andere als ein Dorf. Da oben kommen wir noch nicht hin. Das geht auch erst eine ganze Weile später. Erst. Ein Level-Up halt nicht unsere Gebete, halt auch nicht uns irgendwie voll. Das ist einfach so, guck mal, du hast jetzt Level-Up. Um Gottes Willen. Ich will aber noch unten in das Haus. Ich nehme alles mit.
Zumindest alles, was ich jetzt noch großartig weiß und wo ich ja mir sicher sein kann, dass ich es auch kriege jetzt schon. Auch wenn es nicht viel ist. Scheiße, das sind fünf Lebenspunkte. Haben oder nicht haben. Es kann unter Umständen, das macht nicht einen Hit aus, nein. Das ist gelogen. Es interessiert die Gegner nicht, ob du 5 Lebenspunkte mehr hast oder nicht. Wedel da nicht so rum, stirb einfach. Schützerin ist unterirdisch. Unterirdisch schlecht oder einfach nur unterirdisch verbuddelt? Eher unterirdisch verbuddelt. Da kommen wir nicht durch. Später ein Shortcut. Hier kommen wir nicht weiter. Kommt alles später. Und raus da. Ah, wir müssen erst darauf, sorry. Hat man nicht gesehen wegen dem HUD? Wegen dem Hut? Gegner spawnen auch, glaube ich, wieder, wenn ihr den Raum verlasst und dann wieder zurückkommt. Also nicht erst am Safe Point. Ja, gib mir die Upgrades an. Unser Ritter kann übrigens nur mit bestimmten Sachen geupgradet werden. Das heißt, diese Materialien findet ihr gezielt an Orten. Sind definitiv Funksachen, die... Gut, die anderen sind auch auf der Map verzeichnet, also dienen zu 100% bei. Aber die gibt es nicht so in 10er oder 100er Schritten. Das ist definitiv ein bisschen weniger. Ihr seid da auch an nichts gebunden. Also der Ritter, den könnt ihr jederzeit ablegen, wenn der euch nicht gefällt. Und könnt jederzeit was anderes nehmen. Aber wir haben jetzt noch 3 Plätze frei und wir haben nichts anderes. Von daher... bietet sich's nicht an, irgendwas anderes zu nehmen. Es gibt dann auch später noch, für schwere Angriffe etwas, für Lanzen, es gibt noch ganz, ganz viele Sachen, die man nutzen kann. Und die dem Ritter jetzt auch nicht unbedingt irgendetwas nachstehen. Es ist halt alles Geschmackssache. Und euer Set kann nicht nur, oder muss nicht nur aus den Nebenskills bestehen, sondern es kann halt auch, kannst auch den Ritter haben und dann noch 2 andere Hauptskills. Das geht auch. Also kannst auch das Zweihänder, die Lanze und den Ritter mit dem Einhänder in einem tragen. In einem Set. Je nachdem, wie es deiner Spielart entspricht. Alles ist zerronnen im Regen. Noch mehr Sediment. Wir kommen von unten, das heißt... ich habe gedacht, du springst jetzt über mich. Aber du bist scheiße zu mir. Der Klippendorf-Junge haut den Dicken um. David gegen Goliath reloaded. Oh nein, da war eine Truhe. Da komme ich ran. Hol ich mir.